Geht sofort weiter, keine Angst. Ich habe euch nicht vergessen. Es ist nur ein bisschen schwierig, nebenbei auch noch Gildengespräche zu führen. Es ist irgendwie alles gerade so ein kleines Kuddelmuddel. Warte, du hast so eine Seele. Was wert der Seele? Genau, das könnte unser Problem sein. Ich glaube, hier hat keiner mehr eine Seele. Habe ich so das Gefühl. So mittlerweile. Wir sind alle seelenlos. Wir müssen ein bisschen darüber nachdenken. Mach das, Iron. Eine wundervolle gute Nacht wünsche ich dir. Oh, mein Fuß schläft schon wieder ein. Damit friert mein Fuß. Mein Fuß friert und trotzdem schläft er ein. Das ist unfair. Nachto. Expecto Nachto. Oh mein Gott, was habe ich heute genannt? Oh, 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 bin ich so komisch. Nein, ich habe da noch ein Rufding zu bekommen. Will sie auch. Auch drauf, dann wie die es auf. Ja, machen wir. Ah, ich werde dich mehr, ey. Ich habe mich korrigiert. Ich weiß, aber es war trotzdem witziger, es so zu machen. Oder nicht? Doch! Keine Widerrede. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Du kannst mir zu Diensten sein, indem du... Ja, weiß ich auch nicht. Ja gut, ihr müsst da einmal zur Insel oder einmal nach da hinten. Jetzt dann gehen wir zu der Insel. Warte mal, kann ich? Was ist das da? Die Zielruinen. Da hinten. Wir gucken mal, ob wir da hinten schippern können. Ich will ungern die ganze Zeit schwimmen. Ich glaube, nicht ganz so toll. Hallo? Hallo? Was kann ich für euch tun? Jo, können wir. Eine Reise. Mach den Kahn bereit! Schwimm! Schwimm! Insel Salamander. Feuer Salamander. Beine öffnen. Beine wieder zu. Raus bist du. Ha. Ich brenne. War wirklich ein Feuer Salamander. Ich habe ein Problem. Ich brauche eine Selbsthilfegruppe. Bitte, wartet eine Minute. Bleibt einen Moment. Gut, dann töten wir einmal die Salamander. Salamander töten.
Ja, der Mann, das sind Troll. Deswegen töten wir sie, weil sie so toll sind. Was für eine bestechende Logik. Ich finde die Ohren nice. Ja, ne? Ich auch. Brutus mag die nicht. Die Fetzen. Naja, er meint, dass die sehen niemals aus wie Katzenohren. Okay. Ja, finde ich auch. Aber er sah das etwas anders. Aber er ist auch nicht ganz so für den Klimbims hier mit den Ohren. Ich habe ja auch für Kostüme habe ich ja auch einen Katzenschwanz. Das ja, ist auch nicht ganz so. So das Ding. Meinst du, den sie nicht kennen oder den neuen? Ich weiß ja nicht, wie viele von uns du kennst, aber ich kenne nur einen. Und von dem rede ich auch. Alle vorher Salamander ausgerottet. Ja, wie sonst? Ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt. Das ist immer so nichts Rätsel. Wer oft hier unsere Kisten versteckt, einer von ihnen enthält eine Lösung für nichts Rätsel. Das ist eine Fetze aus Faser in der Nacht. Das ist ein Fetzen. So schreien die dunkel für Licht gemacht, bin ich des Tags. Okay. Das ist eine andere Kiste. Autsch. Was fällt dir ein? Ach so, Mann. Das Problem mit der Decke, man verhackt sich. Kleiner Indie-Salamander. Ich habe bisher nur zwei Kisten gefunden. Ich weiß nicht, wo hier noch andere sein sollen. Des Falken. Ja, eine Möglichkeit, ne?
flatternde Fetzen aus Fasern der Nacht, schrillschreiend im Dunkeln, das Licht nicht gemacht. Im Finstern. Probieren es einfach. Okay, die Schlüssel zerbricht in euren Händen. Also wieder gescheitert. Das war auch nicht zu pur. Zwergeneisen. Da hinten muss ich hin. Ich habe gerade mal geguckt, ob ich da irgendwas so finde, wo man diese Truhe findet. Ich habe aber tatsächlich nichts gefunden gerade. Jetzt muss ich auf die Schnelle. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Kellertür. Vielleicht auch einfach hier unten? Nee. Okay, wir benötigen einen Schlüssel. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Warte mal. Aua! Laut! Dufte! Laut! Ganz, ganz laut. Nein. So, ich muss einmal ganz kurz Spiel verlassen und einmal nur einloggen. Ich hasse es, wenn das Auto anvisieren plötzlich, ne? Wenn die Kamera plötzlich sich so dreht. Ich kann es nicht ab. Dazu viel bei. Das halte ich keine ganze Nacht durch. Ich hab fast die 500 Stunden. Ich lese nur die Story-Quests und die Bingo-Boffin-Quest-Reihe lese ich vor. Oder Klassen-Quests. Aber das andere lese ich nicht vor, sonst wäre ich in 3 Jahren noch nicht weiter. Das kommt dann alles im Let's Play. Wenn ich das dann irgendwann als Let's Play aufnehme, beziehungsweise die ersten Parts sind schon abgedreht, verrate das bitte nicht weiter. Da lese ich alles vor. Dauert aber dementsprechend dann natürlich. Ich finde das neue Bild voll cool.
Wunderbar. Wer hat da gefurzt? Alter, das war heftig. Das war ein heftiger Furz. Das war ein heftiger Furz. Cool. Dankeschön für die Ohrwürmer. Danke, Mappa. Ohne Ohrwürmer würde das einfach nicht vorangehen. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass bevor du ins Bett musst, dass vielleicht noch die Gummibären für dich kommen. Ansonsten spiele ich sie vielleicht am Ende nochmal für dich. Wollte ich eigentlich gestern schon machen, aber da ist das Internet dann ja abgekackt. So, ist das besser? Ja. Gut. Also alles nach einer Kiste absuchen. Oh, wir meinen sie vom Schmalzgehalt. Leicht eklig. Aber nur leicht. Ganz leicht. Ganz, ganz leicht. Natürlich. Da sind wir sicher wieder am Berg. Aber wir schaffen die 37 noch. Bin ich ganz zuversichtlich. Hendrowald. Oh, okay, auch wieder zerbrochen. Also, der Hendrowald ist es auch nicht. Ja, was ist denn sonst damit mit dunklen Schwingen? Können nur Vögel sein, oder? Werdet ihr mir helfen? Ich schau nochmal. Übrigens einfach eine Anfrage. Okay, warte mal. Okay, warte mal. Ein Kissen verstückt und eine von ihnen enthält die Lösung von Rumens Rätsel. Könige muss etwas über die Feuergäste aus dem Ruin wissen, wie es scheint, dass wir hier irgendwann kamen. Okay, es kann in irgendeiner Kiste sein? Okay, gut. Jetzt sehe ich ja immer die Wahrheit. Oh Gott. Nein. Einfach nein. Nein. Hallo, heilst du dich mal? Wie oft soll ich noch auf Wein drücken? Das war knapp. Müsste jetzt aber bald alle Dinger durch haben. Okay, das ist auch nicht. So, was hatten wir jetzt? Also, wir hatten... Hendrowe hatten wir. Fledermaus hatten wir.
Das Ding der Orks steht da sogar gar nicht, ne? Müsste eigentlich nur das Ding mit den Orks stehen. Hendowald hatten wir, Fledermaus hatten wir. Okay. Irgendwie. Nö. Aber nö. Und wenn das jetzt jedes Mal den Besitzer, also den Ort wechselt, dann schreie ich. Bitte, wartet eine Minute. Truhe des Luxus. Wahrscheinlich auch falsch. Jo, auch falsch. Also Lux falsch. Ork falsch. Androvil falsch. Fledermaus war falsch. Ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt. Weiß ich auch nicht. Was wollt ihr? Ja, weiß ich auch nicht. Was willst du? Hilfe! Ja, Lux war es nicht. Den der Echse. Ganz ehrlich, es ist mir egal. Es ist mir echt egal. Wir haben jetzt alle durch. Wir haben alle durch. Ich glaube, der Wag fehlt noch. Aber ansonsten haben wir alle durch. Ja, nun, die war dann, ey. Weil, na gut, Ork steht nicht in der Liste. Ork stand nicht in der Liste, aber warum nicht? Oder soll der Ork der Wag sein? Hallo, Ilatus. Gucken wir hinten nochmal. Da hinten scheint auch noch eine Kiste zu sein. Okay. Nö. Ja, ganz ehrlich, dann gebe ich die hier wieder ab. Aber wo ist die denn? Ach so, dazu müsste ich da wieder hingehen. Nö. Einfach nö. Weigere mich. Ich weigere mich. Spaß, okay. Was benötigt ihr? Dann aber dahin. Nur nicht so hastig. Da zeigt sich wie, wo der Hammer hängt. Ja, ist so wahr, und weißt du? Du bist an jeder Kiste gewesen. Vor allem die, die in der Lösung stand. Wahrscheinlich wechselt das Ding einfach den scheiß Standort. Hört meine Worte. Vermute ich. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Bleibt noch einen Moment. Seid gegrüßt. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken?
Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Ja, würde ich. Weg. Das sieht aber geil aus. Euch brauche ich. Weil Quests, die auf meinem Level sind. Noch auf meinem Level sind. Die Hügel kriege ich ja, brauche ich nicht. Trotzdem. Nee. Halt bald stark so. Stammesangehöriger! Manchmal wünschte ich echt, ich könnte nebenbei die normale Lotsmusik hören. Ne? Weil manchmal schon am Überlegen, ob ich es nicht einfach im Hintergrund anmache und so lasse, dass nur ich es höre. Ich habe Angst, dass man es trotzdem hört. Freu ich dich? Egal, ich töte dich trotzdem. Wütende Feuerfliege. Deswegen ist man jetzt das so machen. Ja, ich bin mir halt unsicher noch. Ich habe halt Angst, dass man es dennoch irgendwie hört. Zumindest immer dann, wenn ich zum Beispiel spreche. Ich glaube, es würde sogar gehen, wenn ich keine VODs speichern würde. Ich glaube, dann dürfte ich... Also, dürfen ist immer noch die Grauzone, glaube ich. Wenn ich keine VODs und keine Clips erlaube. Ansonsten. Ne? Würde es wahrscheinlich gehen. Machen ja viele große, sag ich mal. Dass sie dann die VODs hier speichern. Oder sie haben sich die Rechte gekauft, davon ganz abgesehen. Das geht natürlich auch. Aber um sich die Rechte zu kaufen, brauchst du Money. Ja. Und da verzichte ich dankend drauf. Ich werde das bestimmt mal in irgendeinem Stream machen. Also nicht unbedingt Herr der Ringmusik, sondern wirklich mal normale Musik. Aber dann werde ich halt wirklich auch die VODs nicht speichern. Dann werde ich die halt, ne, werde ich einfach so streamen, ohne Clips und ohne VODs. Damit so, ja, kein Ärger gibt. Aber bei Lotfu mache ich es nicht. Glaube ich nicht. Nicht mehr im Hintergrund. Ich könnte natürlich auch mir einfach
Also nochmal diese kleinen normalen Kopfhörer, diese In-Ear-Kopfhörer reinstecken. Weil hier ist quasi so viel Platz, dass ich die Ohrstöpsel in der Ohrmuschel hier haben kann. Das heißt, ich höre Musik, während ich alles andere noch mit drauf habe. Das ging natürlich auch. Mir merkt das sowieso nichts. Ja, das weiß ich, Mappa, das weiß ich. Das ist kein Geheimnis mehr. Aber das ist auch gut so. Deswegen passt sie auch so gut hierher, ne? Alter, 5 Stunden schon wieder, ne? 5 Stunden. Ich glaube, ich werde weg. Fünf Stunden, ja. Genau 5 Stunden sind es jetzt. Und es kommen noch welche. Also wie gesagt, es wird heute jetzt kein, ne, 12-Stunden-Stream oder so, aber es wäre nur ein paar Stunden. Ein paar kommen noch hinzu. Happy New Year. Nee, noch nicht. Nee, da hast du dich ein bisschen vertan. Ein ganz kleines bisschen. Ach so, Mist. Ja, ich hätte am liebsten auch schon ein neues Jahr. Bin ich ganz ehrlich. So schön wie dieses Jahr auch begonnen hat, desto beschissener endet es. Also eigentlich, ich habe auf dieses Jahr echt keinen Bock mehr. Das kann von mir aus gerne jetzt vorbei sein, das Jahr. Wurde nämlich gerade was in der Gilde gefragt. Ich hatte vergessen zu antworten. Problem, wenn man in 2 Gilden gleichzeitig ist. Also nicht in Lothbund, sondern allgemein. Ich habe ja einmal in FF14 habe ich eine 2. Gilde. Mittlerweile. Das hat sich jetzt letzte Woche ergeben. Und in Lothbund habe ich ja schon lange eine 2. Gilde. Das Gute ist, dass halt unsere Gilden, also in FF wie auch in Lotro, relativ entspannt ist, ne? Das heißt, ich brauche mich hier nicht großartig abhetzen als Gildenleitung, da wir nur so klein sind. Wobei in Sanford und Kleiner wird die Welt übernehmen und so. Ja, in FF14 sind wir einfach zu wenige. Beziehungsweise sagen wir mal so, zu viele ungenutzte Twinks. Ich habe ja auch zwei Twinks habe ich tatsächlich drin. Wo wir allerdings gerade davon reden. Mappa, sollte ich nicht dein 2-Char eigentlich auch in die Gilde mit aufnehmen? War da nicht irgendwas? Also in FF14?
In Lotro habe ich ja. Aber hattest du nicht für FF14 auch mal gefragt? Ich muss immer gespannt sein. Ja, wie gesagt, sofern keiner über 2 Jahre, okay, bei Luna und bei Duft weiß ich es ja, ne? Es war jetzt so gegen Gründung. Da weiß ich ja, dass es der Zweitschar ist. Da sehe ich das ein bisschen anders. Aber wenn ich zum Beispiel Fremde sind, die ich jetzt halt nicht so kenne, mit denen ich privat noch nicht geschrieben habe und so weiter. Wenn die halt länger als ein halbes Jahr nicht da sind, klar, schreibe ich es an. Wenn es geht. Und wenn sie länger als ein Jahr nicht da sind, fliegen sie halt raus. Das ist das Einzige. Aber man muss nicht jede Woche online sein. Um Gottes Willen. Schaff hier nicht mehr ich. Nicht mehr ich schaffe jede Woche online zu sein. Das als Gildenleitung. Eigentlich auch. Viele, wo ich meine 2 Gilden gefunden habe, war ich ja in einigen Gilden schon früher. Und das ist für viele eine Schande, wenn man nicht als Gildenleitung jeden Tag online ist. Und am besten 10 Stunden lang oder 12 Stunden lang spielen. Das ist eine Skandal. Zumindest, wie gesagt, die Gilden, die ich getroffen habe. Aber der ist vom Level noch nicht so weit. Also, achso. Ja, ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Hätte ja sein können, dass du mit dem 2-Schein FF14 schon weitergemacht hast. Hätte ja sein können. Skandal um Rosi, genau. Muss man auch nicht. Das ist das, was ich an Gilden etc. assoziiere, Zwang, ja. Ich habe mich bei beiden Gilden, bevor ich eingetreten bin, gefragt. Ich bin zwar so regelmäßig online, für mich, für meine Verhältnisse. Aber ich habe halt gefragt, muss ich jeden Tag online sein? Oder kann ich halt auch mal eine Woche nicht online sein, ohne dass ich direkt extra muss, dass ich rausfliege? Wenn so, jo, kein Problem. In der großen Gilde in Lotro, wo ich bin, gibt es sogar einen Pause-Channel. Das heißt, du kannst da einfach reinschreiben, ey, Leute, ich habe gerade erstmal keinen Bock auf Lotro. Mache erstmal Pause. So. Dann wirst du quasi erstmal pausiert und hast dann halt eine gewisse Zeit. Kannst dir aber auch immer wieder melden für deinen Char und sagen, ey, ist doch noch nicht so weit. Und dann wissen die Leute das. Dann weiß die Gildenleitung das. Und bei der kleineren Gilde meinen sie nur so, mach. Solange es, wie ich jetzt zum Beispiel sage, kein Jahr ist, wie du nicht online bist und sich zumindest ab und an mal so ein bisschen zeigt, ist eigentlich gar kein Problem. Und das finde ich halt gut. Aber viele sagen dann immer so, nee, wenn du nicht regelmäßig online bist, nee, dann fliegst du. Und das finde ich halt scheiße. Oder wenn man dann zum Beispiel sagt, hier, wir machen dann Raid, Gilde hat da zu sein. Ja. Wenn man aber an dem Tag keine Zeit hat, dann ist das halt so. Ich kann ja nicht alles umwerfen, nur weil die Gilde sagt, hey, komm, wir müssen alle am Start sein. Jetzt zum Beispiel nicht. Entweder kommt ihr bald raus oder nicht. Ja, eigentlich nächste Woche. Eigentlich. Da das aber um 2 Wochen verschoben wurde, für Vorbesteller am 3.12., für alle anderen am 7.12. Das ist der Grund, weswegen wir jetzt auch Lotro suchen. Belab geht vor immer, ja. Gut, bei mir ist es jetzt natürlich, dass das hier quasi für mich ja mein Job ist. Bin ja selbstständig, hiermit verdiene ich mein Geld. Natürlich auch mit meinem Shop, den ich habe. Aber das hier ist ja auch mit meinem Job. Es ist zumindest mit angemeldet, sagen wir es so. Es ist mit angemeldet als Job. Und ja. Von daher habe ich natürlich schon, hat das hier schon Vorrang. Natürlich jetzt, wenn sowas wie jetzt familiär ist, natürlich nicht, aber in aller Regel dann schon. Ne? Kaya, was ist dieses Real Life? Was ist das? Erkläre es mir. Ich weiß nicht, was du meinst. Online-Zwang finde ich auch doof, ja. Das ist halt der Grund, weswegen ich oft gesagt habe, nee, Gilden sind einfach nichts für mich. Und bei der Lotro-Gilde wurde ich ja on-stream sogar gefragt, wo ich erst überlegt habe, okay, erstens, es könnte ja Fake sein, ne? Wäre schon mal das eine. Zum anderen,
Habe ich dann natürlich erstmal mit der Person privat geschrieben, habe dann halt gefragt, ne? Ja, wie ist denn eure Gilde so? Ist das jetzt hier so Zwang? Muss ich dann und dann online sein? Oder kann ich auch sagen, ey, ich habe einfach 2 Wochen keine Zeit, fliege ich raus oder fliege ich nicht aus? Also, nee, ist ganz zwanglos. Wenn es längere Pausen sind, einfach in den Pausenstand. Ich denke, okay, gut, perfekte Regelung. Da ich mit meinem Privatschau aber sowieso immer online bin, oder zumindest mindestens 2-mal die Woche. Warum gibt es hier so viele, so wenige von den Viechern? Gut, mit dem 2. Streaming-Char. Dann logge ich mich halt einmal kurz ein, logge mich wieder aus. Er geht zwar nicht weiter, aber ich logge mich halt einfach nur ein, weil es kostet halt keine Zeit, ne? Das einmal kurz einloggen und einmal kurz ausloggen. Wenn ich jetzt natürlich im Urlaub bin für 2 Wochen, schreibe ich natürlich in eine Pausestelle und sage, ey Leute, bin für 2 Wochen in der Pause und ne, nur damit ihr Bescheid wisst. Damit ich keine Angst haben muss, dass wenn ich nach 2 Wochen wiederkomme, plötzlich der Schaden nicht mehr in der Gilde ist. Irgendwie etwas sehr doof. Weil mit beiden Gilden habe ich dann halt zum Beispiel die Möglichkeit, die großen Raids zu laufen. Ich weiß gar nicht. Gibt es hier auch 24er Raids? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall 3er. 10er oder 12er. Ich glaube, es könnte sogar 24er geben. Bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Das ist halt praktisch dann. Wenn dann da was ansteht. Oder in FF14 zum Beispiel mit der Gilde, wo ich dann mit dem Zweitschar drin bin. Dass wir gesagt haben, okay, ich darf tatsächlich auch meinen Main-Char nehmen. Also den ich ja mit euch auf 80 gespielt habe. Und darf mit den Leuten die Wölfe farmen. Das heißt, ich darf mit meinem Main und mit meinem Twink quasi mit denen zusammen mitlaufen. Das finde ich zum Beispiel auch cool. Dreier und ganze Orgien. Dufte. Nein. Nein. Komm schon. Nein. Aber witzig war es halt bei der FF14-Gilde. Es waren 2 Leute am gleichen Tag. Also ich und noch eine andere Person sind gleichzeitig reingekommen. Die andere Person hat anscheinend sie nicht weiter groß gemeldet. Hat halt nur gesagt, yo, geil, Gilde. So. Und ich hatte dann halt gleich gesagt, weil dann hieß, ja, wir haben auch einen Discord-Server, meine ich so, yo, okay, komm, gib mir mal bitte, dann kann ich damit draufgehen. Und die Person war tatsächlich nach einem Tag, war sie nicht mehr drin, weil die Person sich halt auf nichts gemeldet hat. Und dann hatte ich halt mit denen auch so ein quasi Gespräch, wo wir dann halt so ein bisschen gequatscht haben und es war eigentlich halt wirklich mehr privat als alles andere. Und ja, dann habe ich halt gesagt, gut, okay, finde ich sympathisch, ist cool. Vor allem die FF14-Gilde, wo ich jetzt drin bin, besteht größtenteils auch aus Streamern. Da sind, glaube ich, 4 oder 5 Streamer drin. Kleine Streamer. Das passt halt perfekt, ne? Und da stört es halt nicht, wenn du sagst, ey, ich habe keine Zeit, ich streame oder ja, spiele heute was anderes. Und trotzdem kannst du halt die ganzen Gildensachen kannst du halt trotzdem auch on-stream machen, weil du keine Namen großartig verheimlichen brauchst, weil es sind ja eh alle Streamer. Ne? Passt halt perfekt. War so ein reiner Glücksgriff. Dass du jetzt was auf den Main nehmen kannst, ja. Ich hatte denen halt gesagt, ja, ich habe Bade und Tänzer, beide auf 80. Und bin natürlich mit dem Char schon eine eigene Gilde, ich sag jetzt mal in der Twitch-Gilde. Und meinen sie so, ja, komm, kannst du trotzdem den anderen nehmen. Weil mit meinem jetzigen bräuchte ich erstmal eine Ewigkeit, bis ich überhaupt auf 80 bin. Deswegen kann ich auch, wenn dann Gilden-Sachen anstehen, vielleicht dann auch mit dem Main mit reingehen. Und da zum Beispiel halt auch die Wölfe farmen. Weil mir ja noch 4 Wölfe fehlen. Ich muss nächste Woche unbedingt einmal Custom laufen. 5-mal, glaube ich. Und ja. Es hat sich alles echt so gut aneinander gereiht, sag ich mal. Passte perfekt.
Basketball ist auch versautes Spiel, wie ich den ganzen drei. Nein, 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 nein. Oh, Niveau, wo bist du? Niveau, wo bist du geblieben? Huch. So, ich weiß nicht, was ich jetzt hier oben suche. Das, was ich suche, finde ich auf jeden Fall nicht. Da! Okay. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Das war aber nicht das, was ich suche. Jetzt kann das hier. Musik ist echt cool. Oh, Radarnkopf. Da liegt eine Leiche. Tote Leiche. Okay, kommt wohl nicht mehr. Müssen wir ein bösartiger Schatten fangen? Doch, Natascha. Boah, halt immer noch die Totems. Weiß Gott, wo die Toten sind. Und wo ist meine Katze hin? Oh, wir sind so kurz für die Reise. Sind das eigentlich? Sind das Orks oder? Einfach nur irgendwelche Einheimischen. Ingeborenen. Ah, bloß nicht runterfallen. Ich habe gerade kurzzeitig Angst gehabt, dass ich runterfalle.
Wird nur noch ein Totem angezeigt. Zwei brauche ich. Was läuft hier falsch? Nein, nie noch eine Kiste. Ich habe doch schon so viele. Was soll ich mit den ganzen Kisten? Wo soll ich damit noch hin? Man muss jetzt mal überlegen, wie viel Geld das eigentlich frisst. Wobei, ich finde die Kisten halt praktisch. Ich habe mir also teilweise angesehen, wie man es noch machen kann und irgendwie... Nee. Ich hab's lieber einfach. Da gebe ich lieber ein bisschen mehr Geld für aus. Warte mal, ich muss einmal kurz was verkaufen. Das wollte ich. Schwarze Abzeichen. Die Aufgabe war das hier erledigt haben. Okay, das verkaufe ich mal nicht. Das Holz brauche ich auch nicht. Schwarze Drechslerkunst. Okay, ich nehme mal an, dass du in Zukunft, Mappa, diese makellosen Fälle auch brauchen wirst. Deswegen werde ich sie dir schon mal zukommen lassen dann gleich. Jetzt gibt es hier eine neue Fellart. Und ich gehe mal davon aus, dass du dich später brauchen wirst. Das war das hier wirklich schon vollständig. Also ich habe das hier vollständig. Und das, ich glaube, das Äquivalent dazu. Das ist einfach nur ein anderes Oberteil hiervon. Die Rüstung an sich ist aber gleich. Also das ganze Set wäre quasi dazu gleich. Von dem, was ich vorhin bekommen habe, habe ich die Handschuhe. Und... Nee, das von heute nicht. Das von heute nicht. Und dann von den wilden Hügeln, wo es ja auch noch dieses Pferd von gibt. Da habe ich auch noch einen Teil von. Also das muss ich noch vervollständigen. In der Hoffnung, dass es in den Kisten drin ist. So. Dann schicke ich einmal ganz kurz. Hallöchen. Bitte einmal. Danke. Und... Mal. So, und dann habe ich da auch wieder Platz. Also wie gesagt, vorhin hatte ich halt nur zweimal, wie gesagt, auch leider doppelt, diese Handschuhe. Ich hätte mir gerne das Set geholt, aber ich bin eher so gerade auf dem Trichter. Ich will alle Pets und alle Mounts haben und danach kümmere ich mich um das Tierwerk. Bei das Tierwerk kann ich leider so, also wenn ich es beim Händler kaufe, bei normalen Händlern, nicht bei diesen Prachtstückhändlern, kann ich die Sachen anprobieren. Bei dem Prachtstückhändler kann ich sie leider nicht anprobieren. Was zur Folge hat, dass es halt entweder keine Scheiße aussehen oder sieht halt gut aus. Und ich gebe aber lieber meine Sachen erstmal für Dinge aus, wo ich weiß, okay, die will ich wirklich haben. Und die kann ich mir auch vorher angucken. Und danach kann ich sie mir immer noch für das Tierwerk ausgeben. Ich kriege ja sowieso anscheinend genug Truhen hinterher geworfen. Das Schlimmste ist nur, ich würde jetzt gerne aus dem Gebiet rausgehen. Ich muss pinkeln. Ich kann hier nur nicht allein stehen bleiben. Ich habe niemanden, der mich beschützt gerade. Leider. Und ungelogen, ich hätte jetzt gerade echt Bock auf Chicken Wings. Fragt mich nicht, wieso ich... würde... Ich esse eigentlich verdammt selten Chicken Wings, aber ich habe da verdammt Bock drauf. Drücke ich die Daumen, dass du den Rest noch in den Ton findest. Ja, wäre cool. Wäre halt echt mega, mega cool. Okay, hier ist doch ein Totem, aber... Weiß Gott, wo ist... der Rest davon?
weiß nicht, warum ich Hunger auf Chicken Wings habe, aber ich habe Hunger auf Chicken Wings. Ich habe irgendwie gerade an Geflügel gedacht und dann kam irgendwie der Gedanke, ach, ich habe irgendwie Bock auf... Ich habe irgendwie Bock auf Chicken Wings. Ich bin ein komischer Mensch. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich lange keine Chicken Wings mehr gegessen habe. Ich ahne auch, also ich befürchte es wirklich, dass nächste Woche, wenn ich mir was zu essen bestelle, nächste Woche Montag, ich werde das Essen niemals komplett alles aufwerfen können an dem Tag. Weil ich habe mir schon eingeplant, dass ich den leckeren Salat bestellen möchte. Der ist halt echt mega gut und ich bestelle für gewöhnlich nie Salat. Aber der doch, der ist mega gut. Eine Dönertasche habe ich vor mir zu bestellen. Eine Pizza. Und jetzt habe ich halt auch noch Bock auf Chicken Wings. Das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm. Ich habe auch fast so das Gefühl, dass die Frauenzeit wieder anbricht. Weil da fresse ich sowieso nur. Da bin ich nur am Fressen. Jetzt habe ich Bock auf Essen bestellen. Ja, ich auch. Ich auch. Me too. Ich will auch essen. Ich will auch Essen bestellen. Aber um diese Uhrzeit liefert er doch nichts mehr, ne? Das war das Geile, wo ich noch in der Nähe von Hannover gewohnt habe. Du konntest dir um diese Uhrzeit doch was zu essen bestellen. Das ging da noch. Hier, im kleinen Klickersdorf. Nein, so heißt das Dorf hier nicht. Aber, ne? Hier kannst du tot über den Zaun hängen und es gibt dir keiner was zu essen. Sofern du nichts zu essen zu Hause hast. Kann ich hier nicht einfach irgendwo runterspringen? Ich bin zu faul. Ich bin einfach zu faul. Ich hab so Kohldampf. Obwohl ich eigentlich gar keinen Hunger habe. Es ist halt wirklich nur Appetit. Ich wollte nicht gut, wenn man so später bestellen kann. Sagen wir es mal so, als ich noch in meiner alten Wohnung gewohnt habe, war ich chronisch pleite. Das lag aber nicht an den Sachen, die ich an Spielen oder sonstiges. Das lag daran, dass ich mir ständig was zu essen bestellt habe. Weil ich einfach zu faul war zu kochen. Wobei, da haben sich die Menge... Ne? Das war eine kleine Menge, die ich da bestellt habe. Weil da war der Bestellwert nicht so hoch. Da musstest du nicht so viel auswählen, nur um was zu essen. Hier musst du schon für 40 Euro bestellen, um was zu essen zu bekommen. Wo ich mir denke, wer soll das bitte essen? Wenn du jetzt alleine wohnst und du bestellst dir für 40 Euro was zu essen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Da isst du 3 Tage von. 3 Tage habe ich aber niemals Bock, so viel zu essen. Also, so viel davon zu essen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Na toll. Apfelkuchen. Überbackene Eintöpfe der Könige. Beragene Steak und Nierenpastete. Okay, die Nierenpastete könnt ihr behalten. Das ganze Wochenende Netflix und Fresskoma. Ja, oh, das wäre so geil. Das wäre echt mal wieder geil. Einfach mal so im Fresskoma liegen. Mein Sushi geht das schnell, 40 Euro. Ja, Sushi esse ich nicht. Ich bin kein Sushi-Fan. Und wir haben Level 37 erreicht. Ich kann pinkeln gehen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Endlich. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Endlich kann ich pinkeln gehen. Das steht hier übrigens immer noch, ne? Beim Asiaten zum Beispiel auch Mindestbestellwert 40 Euro. Wo ich mir auch immer so denke, Alter, nee, ich hab Bock auf Chinesisch, aber nicht für 40 Euro Mindestbestellwert. Das geht nicht. Nee, nee, hin. Deine Augen sind schon kippt. So. Dann gehe ich einmal ganz kurz pinkeln. Bitte 2-3 Minütchen wieder da. Nicht weglaufen. Ich bin schneller da, als ihr gucken könnt. Dann geht's hier weiter. Wir haben hier... Oh Gott, wir haben noch einiges vor uns.
Mich stört halt einfach nur diese riesige See, dass du halt echt hin und her schippern musst. Naja, okay. Ich bin erstmal...